Hello, hello, hello. Einen wunderschönen Montagabend wünsche ich dir. Was gibt es Besseres als montagsabends um diese Zeit mit dir ein bisschen zu plaudern? Jetzt so im Dezember, in der Winterzeit, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich glaube, es hat in weiten Teilen von Deutschland auch schon geschneit, habe ich mir sagen lassen. Ich hüpfe ja morgens hier immer noch am Strand. Ins Meer hüpfe ich nicht mehr, aber am Strand hüpfe ich noch vorbei morgens zum Starten den Tag. Ja, was gibt es Besseres als montagsabends, um die Zeit mit dir über deine Gesundheit, die mentale, die körperliche und die seelische zu sprechen. Und ja, ich würde ja gerne ein paar Impulse schenken, was das mit deinem Seelenplan, deinem Seelenberuf zu tun hat. In der letzten Zeit haben wir einige geschrieben, wie, ja, die sich einfach um ihre Gesundheit sorgen, in welchem Bereich auch immer. Und ich kenne das nur zu gut aus meinem früheren Leben, wo ich halt auch noch unglücklich am Arbeitsplatz saß und von einem freien Leben geträumt habe und meine Seele mir zuhauf Botschaften geschickt hat auf der körperlichen Ebene. Seien es Magenschmerzen, Rückenschmerzen, Schulter-Nacken-Verspannungen. Ein Thema mit Asthma hatte ich zeitweise. Ganz heftig zeitweise auch mal ein Thema mit Neurodermitis und so verschiedene Dinge. Zwischendrin auch mal die Nase voll, also Schnupfen, Erkältung. Die ganze Palette, die man halt so hat, wenn Mann, wenn Frau, und das hat man uns ja nie beigebracht, weder im Elternhaus noch in der Schule, nicht ihrem Herzen folgt, wenn wir tagsüber Dinge machen, des Geldes wegen, weil wir ja glauben, das geht nicht anders mit dem, was mich ausmacht, was ich wirklich gerne machen möchte, kann man ja kein Geld verdienen. Oder klassische Variante jetzt, da draußen ist Krise, hat mir gerade heute noch jemand gesagt, so Stichwort Existenzängste. Ich glaube, in Deutschland wird auch gerade was im Hinblick auf die Steuern geändert, im Hinblick auf Grundsteuer, also wenn man Eigentum hat, was da noch so geändert wird oder im nächsten Jahr da auf einen zukommt. Oder auch steigende Energiepreise. Oder. Also Krisen im Außen, die gibt es im Grunde genommen ja immer. Und jetzt bezogen auf das Finanzielle, das ist ja nur so lange ein Thema, solange einfach der Monat kürzer dauert oder länger dauert als das Geld, also das Geld kürzer dauert als der Monat, kenne ich alles nur zu gut, auch noch von mir aus meinem früheren Leben. Nur dann werden diese Dinge ja zum Thema, wenn die Konten oder das Konto einfach immer gefüllt ist. Ist das ja völlig egal im Grunde genommen, was Strom kostet oder ob irgendwie eine Grundsteuer noch dazu kommt. Und das sind alles Dinge, wo wir uns selbst so, und da ist das meiste natürlich auf der unbewussten Ebene geschehen. Ich will dir das jetzt nur mal so mit auf den Weg geben zum Bewusstmachen, wo wir uns selbst so ein Hamsterrad erschaffen haben, also tagsüber einem Job nachgehen, der uns nicht wirklich erfüllt, wo wir zwar die erste Zeit stolz drauf waren, wie ich das ja früher auch war, dass ich überhaupt diese Stelle hatte, mich auch lange Jahre damit, ja, getröstet habe. Da draußen gibt es doch viele Menschen, denen geht es schlechter als dir, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Eigentlich geht es dir ja ganz gut. Und, und.
Also die Geschichten, die wir uns da so erzählen. Und gleichzeitig ist so eine Instanz in uns, so eine Stimme, die sagt, irgendwie muss noch mehr im Leben möglich sein, als das, was ich bis eben lebe. Und das meine ich mit dem Hamsterrad, das wir uns erschaffen haben, dass wir glauben, wir können ja nur mit dem, was man so als anerkannter Beruf bezeichnet, unser Geld verdienen. Das Leben ist halt eine harte Schule und das Leben ist schwer oder was auch immer da so an Gedanken in uns sind, die wir irgendwann von irgendjemandem aufgenommen haben. Und was wäre das alles mal in Frage zu stellen? Was wäre, wenn du mal mehr in der Frage bist oder dir erlaubst, in der Frage zu sein, wenn der Kopf dir erzählt, das Gegenteil dich einfach zu fragen, was wäre, wenn es doch möglich wäre? Was wäre, wenn es doch möglich wäre, dass ich jetzt durchstarte? Was wäre, wenn es doch möglich wäre, dass ich jetzt in diesem Jahr jetzt noch in den verbleibenden knapp 3 Wochen noch die Klarheit bekomme zu meiner Mission, zu meinem Seelenplan, um dann eben im neuen Jahr wirklich durchzustarten, mir meinen Seelenberuf zu kreieren, wirklich dem Ruf meiner Seele zu folgen, die Themen, die in mir verborgen sind, wirklich mal ans Licht zu bringen. Weil ich bin der festen Überzeugung, du bist eine ganz, ich drücke es jetzt mal ein bisschen spirituell esoterisch aus, du bist eine ganz alte Seele und du trägst so viel tiefes Wissen in dir, was du mit hierher gebracht hast, auch noch aus möglichen vielen früheren Leben. Sei mal dahingestellt, müssen wir nicht hinschauen, was das ist. Nimm's mal einfach mal so auf. Und wenn du dich jetzt auch mal selbst fragst, habe ich schon viele frühere Leben gehabt und im ersten Impuls lauschst, gehe ich mal ganz stark von aus, dass du ein Ja bekommen. Egal, was da in einem früheren Leben mal war. Das heißt, du hast ganz viel Wissen aus diesem früheren Leben mitgebracht. Du trägst so viel Weisheit und Wissen in dir, was eigentlich gelebt werden möchte. Und du hast dir in diesem jetzigen Leben auch bis jetzt ganz viel Wissen auch angeeignet. Du hast viele Ausbildungen schon gemacht, du hast viele Fortbildungen besucht, du hast wahrscheinlich schon viele Bücher gelesen, du hast auch wahrscheinlich schon unzählige Dinge gemacht, die dich zwar immer ein Stück weitergebracht haben, aber letzten Endes bist du immer noch nicht dort, wo du gerne hin möchtest, nämlich die Klarheit zu deinem Seelenplan zu haben, um dem dann eben auch zu folgen. Und im Laufe der Jahre gibt es dann so 2 Dinge, wo unsere Seele sehr aktiv und kreativ wird. Das kenne ich nur zu gut von meinem früheren Leben. Zum einen, solange wir tagsüber Dinge machen, des Geldes wegen, in einem Beruf, in einem Job uns gefangen fühlen, der uns letzten Endes keine Freude bereitet, den wir tatsächlich machen, weil ja der Kühlschrank gefüllt werden muss, raubt uns das mehr Energie, als es uns Energie schenkt. Und je mehr wir dann oder je länger wir dann sowas machen, auf der energetischen Ebene, je leerer werden unsere Batterien, um es mal so auszudrücken, und je weniger Energie wir in der Richtung haben, umso mehr gibt es natürlich Disharmonien in unserem Körper. Sprich, wir haben die Nase voll, sprich Schnupfen, Erkältung. Wir haben die Dinge energetisch im Nacken sitzen. Wenn es im Nacken zu viel wird, dann rutscht es runter in den mittleren Rücken, in den unteren Rücken. Kann ich auch ein Liedchen aus meinem früheren Leben im Hinblick von, wie nennt man es, Hexenschuss singen, wie oft ich da auch Rückenschmerzen hatte, weil Schulter-Nacken-Syndrom, da fängt es an und wenn es dann einfach zu viel wird, dann geht es dann in den unteren Rücken
Oder auch Arthrose ist auch so ein klassisches Beispiel dafür. Das sind alles Botschaften von der Seele, weil einfach eine Disharmonie im Leben, auch im Körper da ist, weil es an Energie fehlt und auch weil wir nicht auf dem Weg unseres Herzens sind, wo die Seele den Körper sich zu Hilfe nimmt und sagt zu ihm, hey, geh du vor. Auf mich hört er nicht mit, er ist der Mensch, also du gemeint. Und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden, also eine Disharmonie entwickeln, in welchem Bereich auch immer, dann wird er Zeit für dich haben. Er, damit ist wiederum der Mensch, also du gemeint. Jetzt sind wir aber oftmals auch so gestrickt oder meist in unserer Kultur so gestrickt, dass wir dann versuchen, auch nochmal etwas im Außen zu tun, mit Tröpfchen, mit Medikamenten oder mit was auch immer. Ich will das nicht in Frage stellen, nur mal zum Bewusstmachen. Das sind ja auch alles unter Umständen wunderbare Mittel, um den Körper nochmal dabei zu unterstützen, in andere Energie reinzukommen. Also von außen etwas zu tun, um diese Disharmonie wieder in eine Harmonie zu bringen. Was wäre aber, wenn es einzig und allein darum ginge, dass du dir erlaubst, wirklich auf dein Herz zu lauschen? Dass du dir erlaubst, wirklich die leise Sprache deiner Seele mal zu erkennen, die über Gefühle mit uns kommuniziert? Haben wir nur nie gelernt, unsere Gefühle wirklich ihnen zu folgen, ihnen zu lauschen. Unsere Gefühle sind immer der Wegweiser bei jedem unangenehmen, negativen Gefühl, das wir haben. Ist es immer ein Wegweiser von unserer Seele. Korrigiert deinen Weg. Du bist nicht auf deinem Herzensweg unterwegs. Jedes Mal, wenn wir freudvolle, positive Gefühle haben, ist das der Wegweiser, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie viel mehr kannst du dir also erlauben, jetzt Einladung, deine Gefühle als Wegweiser zu sehen, zu beobachten, zu erkennen? Und jedes Mal, wenn du spürst, das sind negative Gefühle da, das wirklich so als Botschaft zu sehen, okay, jetzt gilt es mal wieder darum, den Weg zu korrigieren. Und das kann tagsüber einige Male der Fall sein. Da ist auch nichts falsch dran, wenn du tagsüber immer wieder deine Gefühle beobachtest und immer wieder schaust, was braucht es jetzt, damit ich in eine bessere Energie komme, damit ich in die Energie komme, die sich freudig anfühlt, die sich leicht anfühlt, wo ich Spaß habe, wo ich Leichtigkeit spüre, wo ich Heiterkeit habe, wo ich einfach bewusst mich und mein Leben, mein Körper mit all dem, was mich ausmacht, einfach auch genießen und feiern kann. Wo ich das Wunder in mir entdecken kann. Das Wunder, dass du bist, ein wundersames, unendlich großes, wahres Wesen. Wir haben diesen Körper, aber wir sind ja nicht dieser Körper. Alles ist eine große Form von Energie und ein Teil dieser großen Energie belebt jetzt deinen Körper und du hast ja diesen Körper in diesem Leben ja auch nun mal ausgesucht auf einer anderen Ebene. Mit anderen Worten auch, wie viel mehr kannst du wirklich mal die Botschaften deiner Seele erkennen im Hinblick auf Disharmonien, sprich Gesundheit, dass das nichts anderes ist als auch ein Wegweiser, dass es darum geht, wirklich deinen Weg, deinen eigenen Herzensweg zu erkennen und diesem eben auch zu folgen. In meinem Sprachjargon daraus auch dem Ruf deiner Seele so zu folgen, dass du daraus auch beginnst, deinen Seelenplan zu entdecken. Dem Ruf deiner Seele zu folgen, sprich deinen Seelenberuf auch daraus zu kreieren. Das Leben, das Universum sind immer wohlwollend an deiner Seite. Immer. Da gibt's niemanden, der dich für irgendetwas bestrafen möchte.
Und das Gute daran ist auch die Erkenntnis, dass jeder von uns, absolut jeder von uns, sich auf die gleiche Art und Weise die Lebenswirklichkeit im Außen erschafft. Nämlich mit den Gedanken, daraus resultierenden Gefühlen und daraus resultierenden Handlungen. Und das ergibt letzten Endes mit ein paar Zwischenschritten noch, wird jetzt hier den Rahmen sprengen, die eigene Lebenswirklichkeit. Und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du sagst, das möchte ich so nicht mehr haben, dann bitte wisse, du kannst jetzt neu dich entscheiden für dich, für dein Herz, für deine Seele und dich mit deinen Gedanken auf deinen eigenen Weg machen. Mit deiner Vorstellungskraft, die wir ja auch alle mitbekommen haben, dir jetzt dein ideales Leben, so wie du es nächstes Jahr, das ja nun wirklich schon vor der Tür steht, es wirklich haben möchtest, das beginnt jetzt schon in deiner inneren Gedankenwelt. Niemand erschafft sich die Lebenswirklichkeit im Außen auf eine andere Art und Weise als mit seinen Gedanken. Und da spreche ich jetzt auch von mir, aus meiner Erfahrung, nicht nur von mir, sondern auch von Menschen, die ich da ja schon zuhauf begleiten durfte. Sobald wir wirklich dem Ruf unserer Seele folgen und tagsüber die Dinge machen, die uns wirklich Freude bereiten, die uns in eine gute Energie versetzen, die uns auch die Geldenergie ins Leben fließen lassen, die wir uns dann damit auch erlauben zu empfangen, sodass wir uns auch darum keine Sorgen, keine Gedanken mehr machen müssen, dann hat auch die Seele auf der körperlichen Ebene keinen Grund mehr, uns Disharmonien, sprich Krankheitssymptome zu schicken. Ergibt irgendwie Sinn, oder? So. Das Geschickteste und das Schnellste und das Einfachste, wenn wir uns jetzt auf diesen anderen Weg begeben möchten, ist natürlich genauso wie früher in der Schule, wo wir einen Lehrer an unserer Seite hatte, der uns gezeigt hat, wie Rechnen geht, wie Lesen geht, wie alles Mögliche rundum noch geht. Bevor wir in die Schule gekommen sind, waren unsere Eltern oder Oma und Opa an unserer Seite und haben uns das ein oder andere beigebracht. Nur als wir die Schule verlassen haben, ab dem Zeitpunkt sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, wir wissen, wie das Leben funktioniert und wir kriegen das alleine hin oder der Selbstwert ist auf einem Level, dass wir uns schon gar nicht mehr erlauben, Hilfe und Unterstützung von außen anzunehmen. Was wäre, wenn das alles interessante Ansichten wären, von denen du dich auch mal lösen darfst jetzt, sondern dich dem Gedanken öffnen, dass du es viel, viel einfacher dir machen kannst, wenn du dir erlaubst, eine Unterstützung an deiner Seite zu haben. Und das ist auch der wahre Grund, warum du hier zu mir in mein Universum gekommen bist, weil dabei kann ich dir definitiv helfen, die Klarheit zu bekommen zu deinem Seelenplan und auch wie du daraus deinen Seelenberuf kreierst, um tatsächlich in 2023 dein allerbestes Jahr werden zu lassen, wirklich durchstartest und deine Seele keinen Grund mehr hat, dir Botschaften zu schicken in Form von Disharmonien zum Beispiel, die gerade bis eben noch da sind, auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich kenne es nur zu gut aus meinem früheren Leben. Und da Einladung an dich, schau in den Futures, da findest du einen Link zu einer Website von mir, wo es verschiedene Begleitmöglichkeiten gibt. Und sei es nur die Lebensfreude Lounge, die ja gerade jetzt, die ich nochmal neu ins Leben gerufen habe, die auch jetzt im Dezember noch kostenfrei für dich zur Verfügung steht, jeden Freitag 8.30 Uhr sehen wir uns live auf Zoom. Also du findest da verschiedene Möglichkeiten oder du sagst, yes, das ist sowas von plausibel, ich lasse mich jetzt wirklich begleiten. Auch da findest du mehr Möglichkeiten dazu. Oder wenn du unsicher bist, was ist jetzt der richtige Schritt? Vielleicht willst du ja auch erst Geldthemen in die Heilung bringen oder transformieren. Also dass du einfach mal wieder dir erlaubst, überhaupt Geld in dein Leben fließen zu lassen. Was auch immer, oder du brauchst einfach nur tägliche Motivationen, dass du sagst, damit ich weiter in die andere Richtung gehen kann. Lausch da auf deinen Impuls, schau dir auf der Seite
Lass einfach auf dich wirken, schau dir das an, was dich gerade am meisten anspricht und dann, ja, such dir die Bekleidung, die jetzt für dich passt, aus. Sei es ein Jahr Bekleidung, 10 Monate Soulmate Life oder eben, dass du einfach erstmal in die Seelenfreude Lounge kommst, in die Lebensfreude Lounge, wo wir uns freitags sehen, für eine halbe Stunde auf Zoom zusammen erstmal in eine andere Energie kommen und du dir da kostenfreie Aspekte und Impulse erstmal holst. Nutz das, nutz das. Melde dich da an. irmgard-bronda.de/Begleitung. Da hast du alles im Überblick. Lass auf dich wirken, was sich jetzt am stimmigsten für dich anfühlt. Und da findest du sogar einen Link, wo du erstmal auch ein Beratungsgespräch buchen kannst. Wo wir am Telefon einfach erstmal schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin, dass du einfach mal noch ein paar Impulse und Empfehlungen auch von uns, von mir bekommst. Ja? Also, du siehst, das Universum ist in Bewegung für dich. Wink mit dem Zaunpfahl, klick auf den Link und rock dein Leben jetzt. Lass uns gemeinsam in die andere Richtung gehen, weil es gibt so viel mehr für dich, was das Leben für dich bereithält, was im universellen Feld schon vorbereitet ist, wenn du es dir denn mal erlaubst, dich dem zu öffnen, dass es auch zu deiner Lebenswirklichkeit werden kann. Ja? Also, ein paar Impulse zum Montagabend für dich. Ich freue mich auf dich. Klick auf den Link und dann sehen wir uns. Okay? Ciao, ciao.